Ah, und da werden jetzt Schuhe repariert, Herr Nickler. Ja, da werden Schuhe repariert von meinem Schwager. Und da geben Sie jetzt einen Last rein, oder? Ja, da gebe ich einen Last hinein, damit der Schuh wieder richtig gespannt wird und gestreckt wird wieder frisch. Ein echter Gäuserer im Lesachtal. Der Herr Andreas Nickler ist seit 60 Jahren in seinem Beruf als Schuster tätig und er ist der letzte Schustermeister, den es gibt. Da in Liesing, in seiner Werkstatt, haben wir da heute noch dahin. Herr Nickler, ein echter Gäuserer ist das ohne Zweifel. Das ist ein echter Gäuserer, ja. Das sind die Flügelnägel oder Schenken, sagt man auch dazu? Das sind die Flügelnägel, die Schenken, ja. Und die werden natürlich nur mit Ledersohlen gemacht, nicht, und beschlagen. Früher haben das die Bergsteiger und die Holzknecht wahrscheinlich. Die Bergsteiger und Holzknecht waren ein beliebter Schuh. Und warum haben Sie den noch gemacht jetzt? Ja, ich habe ihn eigentlich auch gemacht, voriges Jahr, für meine Schuhmodelle. Ich habe eigene Schuhmodelle von 1920 bis 1980. Eine Sammlung? Eine Sammlung. Ach so. Und da gebe ich natürlich diese Sachen, die Schuhe, dorthin, ja. Zum Beispiel das auch da. Für wen haben Sie das Schuchel da gemacht? Den Schuh habe ich für meinen Sohn gemacht. Und der hat ihn, der war ihm zu schade zum Anziehen und dann ist er zu klein geworden. Und jetzt ist er in der Sammlung? Jetzt ist er in der Sammlung drin, ja. Gelandet. Ja, so waren es die Zeiten früher. Das war mal die große Mode. Ja, das war die Mode, eckig. Nicht?